Okay, hallo, herzlich willkommen im Wiener Keller. Heute mal wieder ein ungarischer Teil. Ich habe es ja angekündigt, das Weingut Sauska, also Sauska geschrieben. Relativ junges Weingut. Das Besondere daran ist, es sind zwei, also das Weingut ist in zwei bekannten Regionen, einmal in Villani und zum anderen im Türkei. In Türkei werden sehr gute Weißweine gemacht. Die probieren wir ein andermal. Heute gibt es Rot aus Villani. Ja, es geht jetzt erstmal mit etwas sehr Untypischem los. Sauska hat vor einiger Zeit Pinot Noir gepflanzt. Der erste Jahrgang ist 2011. Den haben wir heute da. Ich finde auch ein sehr klares Etikett, ne? Das muss man denen lassen. Wie gesagt, erster Jahrgang. Schauen wir mal, wie der ist. Also kräftiger als die deutschen Spätburgunder, wesentlich kräftiger. 2011 ist ja eigentlich noch ein junger Wein. Der war jetzt für 7 Monate in gebrauchten französischen Barrique. Also ich schon hat schon so eine gewisse Tabaknote, ja, obwohl er noch relativ jung ist. Kirschen, aber ich finde auch Waldbeeren, ja, oder so. Also ich finde, der riecht ein bisschen auch nach Brombeeren und Himbeeren. Also eigentlich ganz interessante Note vom Duft her. Schon toll für einen jungen Wein. Noch dazu der erste Jahrgang. Ja. Im Geschmack merkt man, hat unheimlich viel Tannin noch. Ist mir jetzt von vielen Spätburgundern gar nicht so gewohnt, diese große Menge. Der Wein braucht noch ein paar Jahre in der Flasche, um richtig da zu sein. Unheimlich viel. Aber man merkt, er ist auf dem richtigen Weg. Hat jetzt noch nicht die gleiche Qualität, kann er auch noch gar nicht haben vom Alter der Rebstöcke her, wie manche Franken-Spätburgunder, die wir hier vorgestellt haben, jetzt von jungen Winzern, die haben also schon mehr dieses Dievenhafte. Der hier ist noch sehr kantig, sehr, sehr kantig, aber man merkt, das wird was. Bisschen rauchig ist er auch. Hat eigentlich schon sehr viel raffinierte, also ich finde sehr viel raffinierte Punkte dabei. Ja, aber wie gesagt, ist unter 40. Ich würde mal sagen, so 36, 37 in dem Bereich. Wäre mal ein bisschen hart, sagen wir mal 36, aber ist schon ein guter Anfang. Und 36 ist ja eigentlich nach der Einteilung vom Burki, vom Hardy, eine recht gute Benotung. Also, ach was, sagen wir 37. 37 ist er wert. Zweiter Wein, richtig bekannt geworden, ist Sauska mit Cuvées.
Wobei man sagen muss, diese Cuvées aus Ungarn finde ich eigentlich sehr interessant. Wir haben jetzt ein klassisches Bordeaux-Cuvée. Das ist jetzt Schauschka. Ja, auch Jahrgang 2011, oder? Nee, 2009, Entschuldigung. Jahrgang 2009, das Cuvée Nummer 11. Besteht also aus Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Merlot. Ist natürlich auch im Barrique ausgebaut. Gerade mit diesem Elfer, also 2009er Cuvée 11, hat er international sehr gut abgeschnitten, vor einigen Jahren. Die Weine kosten ungefähr das gleiche, also der hier kostet um die 16, der andere um die 15. Ich glaube, das ist echt okay. Ja. Und hier. Ja. Ist nicht Bordeaux. Es ist Villani. Ja. Villani. Kaffee. Riecht unheimlich nach Kaffee. Hat man ja auch bei verschiedenen Bordeaux. Ja. Und der Cabernet Franc, Entschuldigung, Cabernet Sauvignon kommt sehr stark durch die schwarze Johannisbeere. Also dieser Cassis ist sehr stark dabei. Und Tabak. Ja. Und okay. So schmecken Weine aus alten Rebstöcken. Ist nicht mit Bordeaux zu verwechseln, obwohl es der typische Bordeaux-Satz ist im Endeffekt. Schmeckt auch ein bisschen nach Gewürzen, hat also eine ganz eigene ungarische Note. Also, halte mich nicht für wahnsinnig, aber er hat so ein bisschen einen Geschmack. Ich habe mir gestern mal wieder eine Packung Tomaten gekauft, und zwar alte Sorten. Er hat auch ein bisschen Tomatengeschmack. Ich meine, das ist jetzt sehr positiv. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr die alten Sorten kennt. Also diese eher so indisch schwarz-roten Tomaten, dass sie sehr vielschichtig sind. Das ist auch drin, ja. Schwarze Johannisbeere und Kaffee. Exotisch, ha? Ist für mich ein Wein, der. Den würde ich einerseits zu scharfen Gerichten trinken. Klingt jetzt blöd, aber ich finde da Rotwein manchmal ganz gut. Ah, und also wenn ihr nach Budapest kommt, müsst ihr unbedingt in die Markt rein. Es gibt da die alten und die neuen. Das ist sehr interessant. Und zwar, wir kennen ja immer nur eine Sorte ungarischer Salami. Ne? Die Ungarn haben Unmengen verschiedener Salami. Und es gibt da eine Rindersalami vom ungarischen Weiderind. Also das sind diese Graurinder. Müsst ihr mal googeln nach dem Foto. Sehr urig. Und da wird man immer gefragt, will man normal oder scharf? Ja? Ich würde immer normal empfehlen, weil bei scharf, da haut es dem Mitteleuropäer eigentlich die Schädeldecke weg.
Ja, außer du, ihr seid es gewohnt, ja. Und es klingt jetzt verrückt, aber so eine schöne ungarische Salami vom Graurind. Dazu die Flasche, bisschen Weißbrot, schönes Wetter. Das ist optimal für mich. Also der Wein hier. 42. Ja, auch das Preis-Leistungs-Verhältnis für 16 Euro habt ihr echt Spaß. Ja, und ich habe letztens ja, egal, kommt in der nächsten Sendung. Ja, also wie gesagt, Weingut Schauschka, Tipp von mir. Das waren jetzt mal zwei nicht ganz typische für das Weingut. Sehr typisch sind die verschiedenen Cuvées. Probiert die einfach mal. Ja. Und Prost, bis zum nächsten Mal.